Einen wunderschönen guten Abend nach dem Spiel die Recken gegen den HC Erlangen. Die nächsten beiden Punkte sind im Sack. Auch, ja, auch wenn noch kein Weihnachten ist, kann man das, glaube ich, sagen. Ich habe wieder zwei sehr spannende Gäste an meiner Seite. Zu meiner Rechten Michael Haas vom HC Erlangen. Herzlich willkommen. Dankeschön. Und auf unserer linken Seite unseren Joke Joachim Hickerüth. Michael, ich kann mir vorstellen, deine Laune war schon mal besser. Hannover hatte riesen Respekt vor euch. Das hat man in allen Interviews von Jens gespürt, vor allem auch vor eurer Abwehr. War das aus deiner Sicht heute so ein bisschen auch der Knackpunkt, dass ihr hinten nicht so sattelfest wart, wie ihr schon das in der Saison gezeigt habt? Ja, klar, es hätte besser sein können. Ich meine, wir sind hier mit Sicherheit nicht als Favorit angereist, aber letztendlich ist es halt einfach ärgerlich, wenn wir hier nach Hause fahren und sagen, ja super, wieder über 50 Minuten gut mitgehalten. Wir waren, glaube ich, wirklich über 50 Minuten auf Augenhöhe. Es war alles in Ordnung und irgendwann brechen wir halt ein. Das hat uns das Genick gebrochen, wir haben ein paar Chancen vergeben und deswegen muss man leider sagen, hat Hannover heute verdient gewonnen. Ist das so ein Stück weit das Selbstvertrauen, was euch am Anfang ausgezeichnet hat? Ich glaube, ihr hattet Göppingen geschlagen, Gummersbach-Melsungen geschlagen, dann so ein Knackpunkt mit der Niederlage in Minden, wo ihr vielleicht schon als Favorit ins Spiel gegangen seid und seitdem läuft es nicht mehr so rund, oder? Ja, das stimmt. Am Anfang war eine riesen Anfangseuphorie. Wir hatten zwei sehr, sehr gute Spiele gegen Melsungen zu Hause, gegen Gummersbach zu Hause und vielleicht haben wir da kurz gedacht, es läuft halt von alleine. Ja, und jetzt 5 Spiele mit Niederlagen abzuschließen, nagt natürlich so ein bisschen am Selbstbewusstsein. Aber ich meine, das ist Abstiegskampf, da muss man auch vorbereitet sein, dass man auch mal ein paar Spiele in Folge verliert. Und jetzt am Freitag haben wir halt einen Bergischen HC zu Hause, da geht es um alles. Das werdet ihr mit Sicherheit regeln. Wir wissen, wie das geht. Gegen BHC haben wir auch Gott sei Dank schon gewonnen. Joke, Glückwunsch zum Sieg. Was war aus deiner Sicht heute entscheidend? Ja, ich würde sagen, alles abseit war ganz, ganz nicht so gut von uns. Unser Abwehr war nicht so gut und ja, wir haben so viele Fehler gemacht. Aber dann haben wir eigentlich ganz kompakt Abwehr in der zweiten Halbzeit und Gegentor bekommen. Und ja, wie Michael sagen, wir haben eine Periode da, wir haben 3-4-0 gewonnen und dann ja, sind sie da. Wie sauer bist du, dass dein Tor des Monats, Pass von Morten Olsen durch die Beine, Rückhandtor von Joachim Hickerüth nicht gezählt hat? Schade. Trockene Antwort eines Norwegers. Michael, du hast es angesprochen, der Bergische HC kommt. Du bist seit dieser Saison neu in Erlangen, warst vorher lange Zeit in Magdeburg. Sehr spannendes, aufstrebendes Projekt. Erzähl mal, was ist da los? Ich glaube, ihr bewegt da einiges in Nürnberg. Auf jeden Fall. Das ganze Projekt HC Erlangen ist von langer Hand geplant. Also das ist eigentlich nicht so, dass jetzt die Mannschaft jetzt aufgestiegen ist letztes Jahr und mal guckt, was in der ersten Liga passiert. Es ist alles darauf gepolt, in der ersten Liga zu bleiben. Dementsprechend ist der Druck natürlich auch ein bisschen höher. Ich meine, ich glaube, wir haben die Qualität, wir haben gute Spieler, erfahrene Spieler, junge Spieler. Deswegen, wir wollen unbedingt drinbleiben. Ja, dementsprechend stehen wir jetzt unter Druck und müssen Punkte sammeln. Aber wir haben auch Spieler dabei, die diesen Abstiegskampf schon mal mitgemacht haben. Und da muss man halt schon im entscheidenden Moment einfach da sein. Macht aber auch Spaß. Ja. Dafür drücken wir auf jeden Fall die Daumen und sind da guter Dinge, dass wir euch nächstes Jahr hier wieder sehen in Hannover. Joke, für uns geht's nach Magdeburg. Da haben wir bislang noch nie gewonnen. Was stimmt dich optimistisch, dass sich das Mittwoch ändert? Ja, gegen Magdeburg ist immer schwer, ja. Und du hast gesagt, wir haben nicht lange Zeit nicht gewonnen. Und ja, jetzt müssen wir weiterarbeiten mit der zweiten Halbzeit für heute. Und ja, dann kommt eine heiße Kulisse in Magdeburg und ja, wir müssen weiter schon machen. Das ist richtig, weiter, immer weiter. Michael, du hast in Magdeburg gespielt, in Göppingen auch. Hast dann immer zu Hause folglich gegen uns gewonnen. Jetzt läuft es beim SCM, seitdem du weg bist, auch nicht mehr ganz so rund. Quervergleiche, ja, stellen wir mal einfach mal so dahin. Wie spielen die nächsten beiden Spiele in Göppingen und gegen uns? Du darfst tippen. Wie Magdeburg morgen spielt und gegen uns. Was stimmt dich positiv, dass wir da was erreichen können? Du kannst dich beliebt machen. Ja, da muss ich, tut mir leid, muss ich jetzt diplomatisch bleiben. Ich mische mich da in anderer Leute Angelegenheiten nicht an. Ich wünsche natürlich allen immer viel Glück. Sehr fair, fairer Sportsmann. Dann sag mir, wie geht das Spiel Erlangen gegen Bergischen HC nächsten Freitag aus? Heimsieg, gnadenlos. Alles klar, also wer noch keine Sportwetten gemacht hat, kann das tun. Aber ich glaube, die Quote ist auch nicht ganz so hoch auf euren Sieg. Ich darf mich bedanken. Es war eine sehr illustre Runde. Michael, viel Erfolg. Wir sehen uns hoffentlich nächstes Jahr hier wieder. Joke auch bringt die ersten Punkte aus Magdeburg mit. Ihnen noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.